Servus ihr Lieben, da ist wieder Cheaterin. Ja, Kindermund tut Wahrheit kund. Und wenn der Kindermund schon gar nicht mehr aufhört, Mike Loini redet in der Dauerrotation. Es fängt an, wenn sie die Augen öffnet nach dem Schlafen und es hört auf, wenn sie die Augen schließt zum Schlafen. In diesen 12 Stunden dazwischen passieren Wahrheiten, die will man als Mama und Papa oft gar nicht hören. Neulich beim Verlassen des Hauses folgten gleich 2 Neckbreaker. Nummer 1, Mama, bitte geh schnell. Neckbreaker Nummer 2, sie dreht sich um und sagt zum Papa, Papa, jetzt doch Handy. Ihr könnt euch meinen Blick vorstellen und den panischen Blick meines Mannes in die Richtung des Kindes. Er wollte ja bloß was vorlesen. Dann sagt sie ja nur, ich hab den Papa so lieb. Papa freut sich, sagt es doch auch zur Mama, da freut sie sich auch. Mama, ich hab den Papa so lieb, da weißt du als Mutter Bescheid. Die Nachbarin übrigens weiß jetzt auch Bescheid, dass die Mama ab und zu mal schnarcht und dass ich nach dem Essen einer gewissen Magenluft Raum gebe. Apropos Luft. Neulich beim Einkaufen zur Vorderdame meinte sie, Mama, es stinkt. Ihr könnt euch meinen Blick wiederum vorstellen und den Blick der Vorderdame. Und Essen. Nein, ich stelle ihr Gulasch hin, sagt Mama, ist das Katzenfutter. So viel zu meinen Kochkünsten. Und wenn ein Toilettengang ihrerseits durchaus erfolgreich ist, schreit sie lauthals, Mama, ich liebe Bisi. Das wiederum lässt mich darüber nachdenken, wie später ihre partnerschaftlichen Beziehungen werden. Und dann haben wir neulich auch noch die Oma besucht. Sie öffnet die Tür und sagt, Oma, zu dir will ich nicht. Und Mama fährt schnell. In den Augen meiner Mutter mache ich ja eh schon alles falsch und jetzt bin ich auch nur Raserin. Aber ich habe einen Lieblingssatz und eine Wahrheit, die ich akzeptiere. Mama, lass mir jetzt Ruhe. Gerne. Antenne Bayern.